Super Richie. Okay. Oh Mann. Und ducken und warten. Makarov ist frei. Shepard ist jetzt ein Kriegsheld. Er hat ihren Einsatzplan und einen Blankoscheck. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen, und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Genauso wenig. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Weiß, Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Hölle. Darauf freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst drauf sind. Der war ja der heftigste Spruch. Und rein. Oh mein Gott. Ja, sorry, dass ich so wenig rede. Es ist einfach sau anstrengend, so viel zu denken. Und das Gehirn kriegt so viel Information. Mann, lasst uns doch in Ruhe. Ihr habt andere zu tun als uns. Die Hölle auf Erden zu machen, zu bereiten, das ist das gleiche, glaube ich. Oh mein Gott. Drei. Oh oh. Na, ich muss. Oh, Scheiße, der Fahrer ist am Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah, ich hab's geschafft. Das war knapp, ey. Tja, lol. Task Force 141. Raus aus der Bratpfanne. Most Wanted. John Price, Soap McTavish. Wir haben eine gute MP. Die haben 1000. Wir wissen nicht mal, ob Makarovs Daten was taugen. Price? 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 Perfekt nochmal gesagt. Der gesunde Menschenverstand wacht nicht morgens auf und denkt, dass es der letzte Tag sein könnte. Aber das ist wohl Luxus. Kein Fluch. Zu wissen, dass man dem Ende so nah ist, ist eine Art Freiheit. Zeit zum Bilanzieren. Was? Weniger Waffen und Leute, nicht bei Verstand und ein Selbstmordkommando. Aber der Sand und die Felsen hier durch Jahrtausende Krieg gezeichnet. Sie werden sich an uns erinnern, deswegen. Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben. Wir gehen energisch vor, wie die Naturgewalten. Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht. Wir machen ihn fertig. Richtig.
Ich glaube noch 3, 4 Parts maximal, dann ist es zu Ende. Ich warte dann am Aufnahmepunkt. 3 Stunden. Das ist ja alles ohne Rückflugticket, Kumpel. Dann viel Glück, mein Freund. Jupp, das ist die letzte Mission. Garantiert. Danach kommen die Credits. Trotzdem würde ich auf 2 bis 3 Parts tippen. 1 bis 2. So, ich orte thermische Schwankungen. Die Höhle muss jenseits der Kante liegen. Messer. Vector mit Arcog und Schalldämpfer und Intervention mit Schalldämpfer. Sekunde. Feindpatrouille. Feuer einstellen. Anscheinend war auf Makaros Daten verlassen. Gut, sie teilen sich auf. Sollen sie ruhig. Der Dekodierungscode war hoffentlich seinen Preis wert. Daumen, Alba. Schluss wird gesichert. Bravo. Sandsturm, im Moment ist kaum was zu sehen. Over. Lulu? Wir starten mit der Patrouille östlich entlang des Canyons. Nördliche Zufahrt. Over. Auf die Gruppe rechts, direkt unter uns konzentrieren. Die erledigen wir zuerst. Ich übernehme die beiden links. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Los. Hund, Hund, oh, gut. Und neutralisiert, zähle 5 erledigte Ziele. Korrekt. Die andere Gruppe ausschalten, bevor sie zurückkommen. Los. Yay, slide. Schnell, vorwärts und dann die anderen. Bin in Position, schießen Sie. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis Sie die Leichen finden. Beeilen wir uns. Na dann los, hier festhalten. Und zack. Das ist auch so cool. Zack. Und tschüss, Monsieur. Gute Reise, Madame. Oh Mann, was wir eigentlich machen, ist ganz einfach. Wir wollen Shepard an die Gurgel. Wieso sind hier Wäsche? Ist ja auch egal. Mann, bin ich ein Noob, ey. Der hätte sofort sterben müssen. Mann, bin ich ein Bob. Einen? Toll, so soll man das gar nicht machen. Und jetzt habe ich alle aufgeweckt, sozusagen. Verstanden, Oxide. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht los. Bereit machen. Türladung platziert. Bereit zum Eindringen. Dann los. Greife ein, greife ein. Hä, wo denn? Ja, what the fuck, ey. Stirbt, ihr Kartoffeln. Ich
Schild. Wir brauchen Deckung. Oh, wow. Das war echt knapp, ey. Übertriebene Härte. Oh mein Gott. Da schießt man mal irgendwo hin. Ist das ein Street? Na okay, nicht wirklich. MP5, her damit. What the hell? Oh, was hat denn da gebrannt? Hab ich ja mal gar nichts mitbekommen. Sag mal. Willst du mich eigentlich dissen oder was? Ah, so soll man das machen. Okay, aber dann machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich glaube, der nächste Part wird dann der letzte. Und dann verabschiede ich mich mit netten Worten von euch. Euer Dab, haust rein.